Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Gesprächsrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch bei mir, bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Sehr gespannt bin ich auf meine erste Anruferin heute Nacht, auf die Susanne. Und Susanne ist 45 Jahre alt. Hallo Susanne. Hallo Morgen Domian. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Wir hatten vor 2 Jahren im März mal drüber gesprochen. Und zwar war das Thema von mir laufen die Männer weg mit der zickigen Prinzessin. So, ja so. Und du hast ja gesagt, wenn ich einen Freund habe, dann soll ich nochmal anrufen. Das ist 2 Jahre her schon. Ja, das war im März, am 29. März 2003. Das ist ja unfassbar, wie die Zeit vergeht. Weißt du genau, erinnern kann ich mich nicht daran. Aber irgendwie erinnere ich mich schon, auch an deine Stimme. Du warst die Frau, der laufen die Männer weg. Ja, mit der zickigen Prinzessin mit der Anzeige. Ja. Wie mit der Anzeige, zickige Prinzessin? Ich hatte eine Anzeige drin, zickige Prinzessin sucht, ja. Ich weiß nicht mehr den Anzeigentext so genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt letztes Jahr August wieder hergegangen, hatte wieder eine Anzeige gestartet. Lass uns mal zurückgehen. Wie viele Männer sind dir damals weggelaufen? Da ist weggelaufen, ja. Ich hatte 80 Männer getroffen in 2003. Das ist ja unglaublich. 80 Männer getroffen und alle wollten dich nicht haben. Ja, was heißt, ich wollte die nicht und die wollten mich oder nicht. Oder so, ne? Sagen wir so, sagen wir es neutral, es hat nicht geklappt. Nein. Aber du bist ja keine Zicke, ne? Nein. Nee, du bist ein nettes Mädel. Ja. Ja. Ich hatte damals 90 Kilo gewogen und jetzt wiege ich 78. Wow. Wow, wie hast du denn das geschafft? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch zwar wohl Krankengymnastik gemacht, 3-mal die Woche. Ja, davon wird man nicht so dünn. Nimmt man nicht ab. Also hast du dich wahrscheinlich. Ich bin auch Diabetikerin, weil ich muss Insulin spritzen. Ah ja. Ich weiß nicht, wie ich abgenommen habe, aber ich habe abgenommen. So, abgenommen und es sind jetzt 2 Jahre vergangen. Damals hat es bei 80 Kerlen nicht geklappt. Nee. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Wie ist der Stand der Dinge? Ich habe jetzt einen Freund. Sag bloß. Ja, und zwar wollte ich dir ja gerade erzählen, also im August hatte ich wieder auf der ProSieben-Tafel eine Anzeige gestartet. Ja, mit welchem Text? Bitte lies mich, ich bin eine verwünschende Anzeige, wenn du von 40 bis 55 Jahren bist, schlank, gerne mobil, mich beantwortest, verwandle ich mich in eine humorvolle Frau. Damals war ich noch 44, 1,80, 78 ja. Kilo. Ja, also immer sehr, sehr poetische Texte, ne? Also, die habe ich gestohlen aus der Zeitung von anderen. Also wenigstens ehrlich bist du. Ja, auf jeden Fall hatte ich im August eine Anzeige drin und dann haben sie auch ein paar Männer gemeldet und da war einer drunter, den fand ich sehr sympathisch. Ja. Der hatte auch tolle Ansichten. Ja. Ja, dann habe ich den angerufen und auch an der Stimme ist mir nichts aufgefallen. Mhm. Und dann hatten wir ein Date ausgemacht, dann kam der zum Griechen ins Restaurant, saß aber zum Rücken zu mir, da waren so viele Männer drin, da habe ich gedacht, du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Wer ist denn wer? Weil wir hatten auch kein Zeichen ausgemacht. Was ja schön dumm ist, ne? Man nimmt doch immer eine Rose mit ins Klopfloch. Ja, nee, aber ich wusste das nicht. Der hatte die Zeitung in der Hand, aber der saß mit dem Rücken zu mir, weil er sich mit jemandem unterhalten hat. Und dann? Ja, dann bin ich die Männer abgegangen, habe überall nach vorne geguckt, ob einer eine Zeitung in der Hand hat. Ja. Ja, dann war er vor mir, dann habe ich ihn gefragt, sind Sie der Mann, mit dem ich heute ein Date habe, der auf der ProSieben-Tafel eine Anzeige, auf meine Anzeige geantwortet hat, der dreht sich um. Ja, hör mal, war das ein Freundschrei gewesen, war mein Ex-Freund. Nein. Ja. Nein. Ja, der hat ja damals mit mir Schluss gemacht, weil er das mit seiner Ex-Frau nochmal versuchen wollte. Ja, aber was ist denn das für ein Zufall, dass ihr euch dann zufällig auf dieser Kontaktseite getroffen habt? Wir hatten uns ja auch damals das allererste Mal auf so einer Kontaktanzeige getroffen. Ja, aber trotzdem, es ist ja wirklich wie im Film. Ja, ne? Ja, ja. Ja, so, und jetzt seid ihr beiden wieder zusammen? Jetzt sind wir wieder zusammen. Ich fasse es nicht. Also wie gesagt, er hatte dann den Kontakt zu seiner Ex-Frau abgebrochen, weil die ihm am laufenden Meter betrogen hat, er wollte nicht mehr. Ja. Dann wohnte der, wie gesagt, in Bremen, ist jetzt wieder nach Oberhausen gezogen, in der Stadt seines Vaters, weil er in der Nähe von seinem Vater wohnen wollte. Seine Mutter ist ja vor 2 Jahren gestorben.
Du wohnst auch da in der Gegend, ne? Das höre ich. Ich wohne in Essen. Ja, ja, das habe ich ja schon gehört, ja. Und mit mir zusammenziehen wollte er nicht, weil er meint, er braucht doch so seine Freiheiten und der hat auch Beziehungsängste. Ach so. Was mich aber stört an ihm ist Folgendes. Er sagte mir, er habe keine Partnerschaft mit mir, sondern nur eine Freundschaft mit Sex. Mhm. Jetzt hatte ich mir gedacht, und geh doch mal zum Psychiater hin und unterhalte dich doch mal mit dem. Und erzählte wohl den Psychiater einiges von Rainer. Ja. Und er meinte, der Psychiater, der hatte Beziehungsängste und ich soll das erstmal auf mich zukommen lassen und mal gar nichts sagen und mal gucken, abwarten. Ja. Inzwischen ist er so weit, dass er mir am Telefon sagt, zwar nicht zu mir selber, dass er mich liebt. Er sagt es wenigstens jetzt am Telefon, er sagt es nicht mehr selber. Wie, er sagt es nicht mehr selber? Er sagt es aber am Telefon, sagt er schon selber. Am Telefon hat er einmal gesagt, er würde mich lieben, er habe mich lieb, er würde mich vermissen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, jetzt habe ich ihn seit dem 7.2. nicht mehr gesehen, weil er eine Grippe und eine Lungenentzündung hatte. Jetzt will er morgen zu mir kommen. Mhm. Und was mich halt eben stört, ist die Freundschaft mit Sex. Ne? Ja. Aber du meinst, es gibt eine Bewegung hin zu euch? Es gibt eine Bewegung, so langsam. Jetzt lass mich erstmal. Der Psychiater hat gesagt, er hat Beziehungsängste. Ne? Ja, ja. Jetzt muss ich mal fragen, wie lange wart ihr denn damals schon mal zusammen gewesen? Ein Jahr und acht Monate. Da war das ganz anders. Da konnte der mir sagen, er liebt mich. Der hat mich in die Arme genommen. Ich glaube, der Psychiater wird da schon einen guten Durchblick haben und eine gute Witterung. Jetzt nähert euch da mal noch ein bisschen an und pfleg ihn mal endgültig gesund. Er wird ja wahrscheinlich noch relativ schwach sein nach so einer Erkrankung. Habt ihr gar nicht telefoniert während der Zeit, während er krank war? Doch, ja sicher. Doch. Ich bin auch hergegangen, habe ihm jeden Tag einen Brief geschrieben. Aber du bist nicht hingegangen, weil du vor Ansteckung Angst hattest, oder was? Nee, der hat mich nie in die Wohnung. Er wollte mich nie in die Wohnung lassen, weil er hat noch keine Möbel. Der wohnt ja seit drei Wochen in der Wohnung. Ach so, alles noch ein bisschen wackelig, ne? Das ja, Ganze. Aber wie gesagt, sein Vater und sein Freund, die dürfen in der Wohnung. Habe ich gesagt, die sitzen noch nicht am Boden, nur ich darf nicht. Ja. Er sagt, Susanne. Er wird sich schämen. Also, dennoch hat die ganze Geschichte eine ganz gute Wendung genommen, ne? Ja, aber das stört mich noch eins. Ja. Und zwar der Rainer und ich. Wir machen beim Sex immer nur eine und dieselbe Stellung und das kotzt mich an. Und weil ich ihm das nicht so am Telefon sagen kann, weil er weiß, er hat ein Handy und das ist auch zu teuer, habe ich ihm das jetzt geschrieben, was ich für Vorstellungen habe, dass ich auch mal was anderes machen Hör mal, möchte. Du bist auch eine echte Frau, ne? Ja. Du bist keine Kabarettistin? Nein. Nein. Das klingt fast wie Frau Stratmann oder irgendwie sowas. Nein, dann musst du ihm das wirklich jetzt, wenn er jetzt wieder ein bisschen näher miteinander Kontakt hat, musst du ihm das richtig sagen. Du bist doch eine offene, selbstbewusste Frau, das höre ich doch. Ja, aber das stört mich so viel. Ja, dann, ne? Ja, dann musst du das weißt alles du, der aus. Der bleibt nicht über Nacht, der bleibt dann ein, zwei Stunden, dann geht er wieder. Ich würde Folgendes vorschlagen: gib ihm und euch doch mal noch so 2 Monate. Ja. Und dann mach ihm ein bisschen Feuer unterm Hintern. Wenn sich da nicht bis dahin einiges verändert, dann musst du dich wohl oder übel, wenn du da Gefühle investierst, herausziehen, sonst wirst du unglücklich dabei. Ja, aber ich liebe ihn doch. Ja, deswegen musst du dich. Ich habe ihn immer schon geliebt. Ich habe ihn all die 2 Jahre, wo Schluss noch nie vergessen können. Also ein bisschen Geduld jetzt haben und dann mutig die Sachen direkt ansprechen. Das kannst du doch, Mensch. Du bist doch so offen. Aber ich habe ihm das jetzt alle geschrieben. Ja, ist auch schon mal okay. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Gestern konnte ich die Nacht nicht schlafen, habe auch keine Sendung geguckt, habe ich ihm 10 Seiten Briefe geschrieben. Ja, ich hoffe, dass die Sendung dich nicht abgelenkt hat vom Briefe schreiben. Nein. So, jetzt warten wir mal auf die Resonanz des Briefes. Du hast ja immerhin jetzt was getan. Und ich wünsche euch jetzt erstmal für die nächsten Wochen ein bisschen Vorankommen und Glück. Ja. Und dann mailst du uns nochmal. Kriege ich ein Autogramm von dir? Aber klar, Susanne, da musst du auflegen und wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse. Ja gut, danke, ne? Und deine Sendung ist super, ne? Dankeschön. Tschüss, Susanne. Ja, tschüss. Habe ich nicht recht? Wie eine Kabarettistin? Nein, aber das Leben ist manchmal ja viel witziger als das Kabarett oder die Comedy. Wer ist denn jetzt hier? Hier ist Heide. Heide ist 35 und ich begrüße sie herzlich. Hallo, Heide. Hallo, hier ist die Heike. Heike oder Heide? Heike. Heike. Mit K. Ja. Mit K. Mit K. Mit K. Mit K. 35. Genau, das stimmt. Ja. Um was geht's, Heike? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe 2 Freunde. 2 Männer. Ja, genau. Mit einem lebe ich zusammen schon 16 Jahre und mit dem anderen, den kenne ich erst 2 Jahre. Erst ist gut. Ja, sowieso, ja, 4 Jahre kann man sagen. Also du führst ein Doppelleben. Ja, genau. Wissen die Männer voneinander? Den ich 2 Jahre habe, ja.
Also den du 2 Jahre hast, der weiß, dass es da einen gibt, den du 16 Jahre hast, aber umgekehrt nicht. Ja, genau. Wer ja. weiß sonst noch davon? Weiß irgendjemand aus dem bekannten Freundeskreis? Meine Freundin weiß es nur. Aber sonst keiner? Nee. Ja. Und du jetzt? Und ich jetzt. Und noch 2 Leute mehr, die uns zuhören. Ja, genau. Also ich weiß nicht, dass ich das bin. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Nein. Ich gehe mir davon aus, dass du mit dem du 16 Jahre zusammen bist, auch zusammen lebst. Ja, genau. Mhm. Wie oft siehst du denn den anderen, den neuen? Ich nenne den neuen mal den Lover. Ne? Dann ja, können wir das besser auseinanderhalten und den anderen ist dein Freund. So, wie oft siehst du den? 14 Jahre, wenn ich Spätschicht gehabt habe. Weiter. Ja. Ist das eine Liebesbeziehung oder eine Sexbeziehung? Alles beide. Und ich möchte mich, ich weiß nicht, wie ich mich so richtig entscheiden soll, weil er ein bisschen Druck macht hier, ich soll ihn endlich mal verlassen und... Ja, nach 2 Jahren ist das ja auch verständlich. Ja. Warum ist es überhaupt dazu gekommen? Warum hast du dich auf diesen neuen eingelassen? Weil ich ein bisschen unglücklich mit meiner jetzigen Beziehung bin. Irgendwie, ich weiß auch nicht, Was macht das Unglücklichsein aus? Ist die Luft raus aus der Beziehung? Ja, genau. Mir fehlt irgendwo was. Ich meine, geht nicht mehr mit mir fort und ich muss immer alles alleine machen. Wenn ich mal ins Kino will, dann geht auch alleine hin und... Also, es hat sich entfremdet? Und ja, so Aufmerksamkeit gibt er mir nur schon noch, aber der Kick fehlt irgendwo. Mhm. Wie soll das immer mit ihm fortgehen und so. Ich bin ja nun 11 Jahre jünger noch, habe auch andere Interessen noch und wie gesagt, ich möchte gerne was erleben vom Leben noch. Und, ja. Und das Ganze ist dir zu träge geworden? Ja, genau. Mhm. Und ich möchte gerne, wie gesagt, ich möchte raus da irgendwo und dann wieder auch wieder nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich entscheiden soll, weil ich jetzt am Freitag möchte, also morgen möchte ich es gerne wissen, also es wird schon Freitag, nee. Also am Freitag möchte er gerne von mir wissen, wie ich mich nun entschieden habe und... Achso, der Neue möchte von dir wissen, was nur los ist. Er hat ja klar jetzt gesagt und ein Ultimatum gestellt. Ja, genau. Ich soll eigentlich mich entscheiden, was ich eigentlich... So, jetzt noch eine Frage zu der alten Beziehung. Läuft da im Bett noch was? Wie bitte jetzt? Mit deiner alten Beziehung ja, läuft da... Ja, klar. Ist das okay? Ist es langweilig? Ist es 0815? Ja, langweilig ist es nicht, aber... Es ist nicht langweilig. Immerhin. Gar nicht, überhaupt nicht. Immerhin, wenn ihr 16 Jahre zusammen seid und es ist nicht langweilig, hört man selten. Ja, hört man selten. Langweilig. Wir können uns auch, wir unterhalten uns auch noch über alles noch so. Und, ja. Und er hört mir auch zu und wenn da irgendwas ist. So, der Neue, mit dem du jetzt 2 Jahre schon zusammen bist, was ja auch eine lange Zeit ist, ne? Ja, stimmt. Das sind 2 Jahre Betrug, ne? Stimmt auch wieder. Wie alt ist der? Der wird 40 jetzt. Der wird 40. Wenn du die Vorzüge von dem mir beschreiben solltest, was würdest du sagen? Naja, der geht mit mir fort. Der zeigt mir was von der Welt noch. Auf der geht mit mir ins Kino, fährt mit mir Auto fort. Wenn ich irgendwo sage, ich will meine Brieffreundin, ich habe nur viele Brieffreundinnen. Also er unternimmt mehr mit dir? Ja, genau, irgendwo. Spricht er auch besser und ausgiebiger mit dir? Nee. Das nicht? Nee. Ist es im Bett besser als mit dem alten Freund? Kann ich eigentlich nicht sagen. Kann man auch nicht sagen. Ist er zärtlicher zu dir als dein alter Freund? Auch nicht so. Auch nicht. Ich kann ja mit ihm. Ist er ein, vom Typ her? Spontaner irgendwo. Wenn er sagt, wir fahren jetzt mal heute dahin, da gehen wir dahin und. Bei meinem müsste ich ständig sagen, komm jetzt und mach jetzt, geh mit mir. Und aber es reduziert sich, wie ich jetzt gerade so raushöre, es reduziert sich doch nur, in Anführungszeichen, auf dieses Ausgehen, ne? Ja, mit dem Fortgehen, ja, klar. Was anderes. Wenn es nicht wäre, vielleicht bin ich mit mir fortgehen würde. Wärst du zufrieden? Ich würde das nicht machen irgendwo. Hm? Ihr habt keine Kinder miteinander? Nee. Nee, das nicht. Hm. So, jetzt frage ich mal in dein Herz hinein. Liebe, Stichwort Liebe. Wo schlägt das Herz mehr hin? Für alle beide eigentlich. Hm. Eigentlich, ich möchte keinen von beiden verlieren irgendwo. Hm. Aber du hast nur beide? Weil du es geheim hältst. Ja. Wenn du es offen leben würdest, hättest, wäre es schon gekracht. Ja, das würde meiner gar nicht, den ich jetzt habe, tolerieren. Der wollte das gar nicht. So. Wenn er das mitkriechen würde, der wird schon sagen, ich bin total oder was. Hast du denn deinem alten Freund, also ich sag mal dem alten Freund, weil das die ältere Beziehung ist, hast du denn dem das auch immer und immer wieder gesagt und ihm auch vorgeworfen quasi, dass er sich zu sehr hängen lässt und dass er nicht genügend mit dir unternimmt? Weiß er das, dass du darunter leidest? Ja. Also da musst du dir nichts... Nee, überhaupt nicht. Er weiß es, dass ich quengel ja auch ständig deswegen. Mhm. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du mit dem jungen Freund stehst? Ja. Sehr. Ja. Hast du Angst, wahrscheinlich permanent Angst, dass das irgendwie rauskommt, ne? Ja, ganz sehr. Die Gefahr ist ja auch groß. Also meine Freundin muss ständig herhalten, muss immer für mich Alibi schieben. Ja. Was sagt denn deine Freundin dazu? Na, die hat zu mir gesagt, ich soll das endlich aufgeben. Die hat für mich alles hergegeben und... Der würde für mich alles machen, den ich habe und
hätte mir vielen Sachen schon beigestanden, wenn mir dreckig gegangen ist und so. Also weißt du, mich macht so stutzig an der Angelegenheit, dass du sagst, mit meinem alten Freund habe ich Sex, genau so gut wie mit dem neuen. Die Liebe ist auch so gut. Oder zumindest gleichrangig, die Erotik, die Zärtlichkeit, es ist alles okay, dieses ins Kino gehen nicht. Ja, Kino und mal irgendwo mal voll zu spontan mal sagen, jetzt wir gehen jetzt mal meinetwegen zum Italiener oder irgend sowas oder weiß ich was. Ich sage jetzt mal so ganz spontan, ich finde eigentlich, dieses wäre noch kein Grund, jemanden zu verlassen, wenn man ihn eigentlich wirklich liebt. Entweder muss man da irgendeinen Kompromiss finden und dem anderen so lange klar machen, dass der da auch ein bisschen auf einen zukommt. Aber deshalb eine Liebe, die vielleicht auch schon eine große Tradition hat. Ihr seid ja immer 16 Jahre zusammen, ihr habt viel miteinander erlebt. Ne? Ihr habt einen ganzen Tiefen, der hat mir geholfen, so. Wenn ich arbeitslos war, der hat mir geholfen, wenn mich dreckig gegangen ist, der stand immer hinter mir irgendwo. Was. Ich habe ja nun auch schon viele Operationen hinter mir. Und der stand immer hinter mir und hat immer gesagt, ich helfe dir. Und würde ich eher, sage ich dir so, das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man ein paar Minuten nur redet, aber würde ich eher zu der alten Beziehung tendieren. Immer noch verknüpft mit der Hoffnung, dass man da vielleicht doch nochmal wieder ein bisschen mehr Schmackes reinkriegt. Dass man vielleicht zusammen mit der alten Beziehung mal zu einer Beratungsstelle geht. Zum Beispiel. Das wird ja nicht mit mir mitgehen. Der sagt, es ist bei uns, läuft alles so, wie es sein muss. Das wird ja niemals mit mir hingehen. Mhm. Das weiß ich ganz, glaube ich, auch morgen wieder anfangen würde davon. Ich frage dich jetzt nochmal, kapiert der wirklich, wie sehr du darunter leidest? Weiß ich nicht. Er sagt zwar, er weiß, dass ich drunter... Manchmal neigt man dazu, wenn man unter etwas leidet, das nicht klar genug seinem Partner zu sagen. Ich knarfe ja immer zu. Meistens, wenn ich kurz bevor ich voll, wenn ich wieder mal meinen Höhenflug die 14 Tage wieder mal rum sind. Mhm. Wobei er merkt es ja, ich habe Spätschicht den Freitag und dann bin ich erstmal abends wieder fort, ewig noch. Mhm. Heike, das ist eine ganz schwere Entscheidung, die dir natürlich kein Mensch von außen abnehmen kann. Ich finde es nur habe ich so irgendwie so ein Gefühl, dass das etwas leichtfertig ist, so eine alte Beziehung deshalb zu beenden. Andererseits gehst du jetzt auch schon 2 Jahre Betrug, das muss man ja auch sehen. Dass es so nicht weitergeht, finde ich auch, hat deine Freundin völlig recht. Zu wem du letztendlich gehen musst, das ist wirklich deine Herzensentscheidung. Aber ich finde, es ist ein hohes Gut, wenn man sehr lange mit jemandem zusammen ist und sehr viel miteinander geteilt hat. Man kriegt nie das Vollkommene immer serviert bei jemandem. Vor allen Dingen, wenn man so lange zusammen ist. Und ich finde, dass da noch sehr viel stimmig ist bei euch. Vertraust du deinem alten Freund nach wie vor? Ja, klar. Sehr sogar. Sehr sogar. Also der hat mich animiert, dass ich das den Job jetzt wieder gemacht habe. Ich hätte ihn niemals genommen. Mhm. Ich wollte niemals wieder in die Altenpflege rein. Mhm. Und ich habe es gemacht. Ich habe es ja eigentlich bereut, dass ich es gemacht habe. Irgendwo. So, jetzt muss ich. Hat mir geholfen, immer. Jetzt am Freitag. Wie bitte? Der hat mich bei vielen Sachen geholfen, überall. Mhm. So, und am Freitag will jetzt der Neue eine Entscheidung machen. Ja, ganz genau. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Vor unserem Gespräch, wohin ging denn so das Pendel? Ich hätte gesagt, nee, ich möchte nicht. Also ich hätte lieber das beendet und hätte gesagt, nee, oder wir warten noch ein bisschen und vertrösten auch immer mal ein bisschen irgendwo. Also den Neuen vertrösten, meinst du? Ja, am liebsten würde ich so machen, aber jetzt weiß ich genau, dass er nicht drauf eingeht. Mhm. Ich finde schon, das ist natürlich immer für dich, du lebst natürlich in einer komfortablen Situation im Moment, ne? Du lässt dich von beiden Seiten bedienen. Ja. So ist es. Das heißt, du musst jetzt wirklich auch mal eine Konsequenz ziehen. Alles wird irgendwie ein bisschen schmerzlich sein oder vielleicht sogar ein bisschen viel schmerzlich sein. Aber irgendwas musst du machen. Ja klar, ich will aber keine von beiden wehtun irgendwo. Das ist ja das vielleicht auch. Du tust ja im Moment schon deinem alten Freund weh, indem du ihn betrügst. Ja. Das machst du schon seit 2 Jahren. Und wenn er das erfahren würde, wird die Welt zusammenbrechen wahrscheinlich für den. Ja, für ihn auf alle Fälle. So. Also du traut mir in der Beziehung ja total irgendwo. Umso schlimmer. Heike, ich kann dir jetzt nicht sagen, geh zu dem oder zu dem. Aber ich glaube, du hast ja schon gemerkt, aus dem, was ich immer wieder so gesagt habe, dass meine Tendenz eher zu deinem alten Freund geht. Aber das kann ich nicht so sagen. Ich kann das nicht so sagen. Das musst du letztendlich deine Gefühle... Ja, du kennst ja beide ja gar nicht. So, aber du hast mir so ein bisschen schon erzählt zu den Rahmenbedingungen. Es gibt ganz andere Konstellationen, wo ich jetzt, wenn du eine andere Gesprächsanruferin wärst, würde ich sagen, Mensch, jetzt entscheide ich für die neue Liebe und ab mit den alten Zöpfen. Aber das ist in diesem Fall, würde ich das nicht so sagen. So, jetzt lasse ich dich mit der ganz grundsätzlichen, tiefen Entscheidung alleine. Ja. Jetzt hast du mich gehört und hast deine Freundin gehört.
So, und das Rest, den Rest... Das wollte ich eigentlich mal wissen, weil ich wie gesagt, ich gucke dann die Sendung, wenn ich, also wenn ich mal nicht schlafen kann, ja. Meistens so, da, also, dass ich da anrufen will, ja. Ich muss da mal probieren, dass du da durchkommst, ja. Dass du mal ganz, von jemand, der dich überhaupt nicht kennt, eine ja. Meinung hast, ja. Irgendwo. Also wir sind uns einig, dass etwas geschehen muss, dass ganz ja. Schnell etwas geschehen muss. So. Auf die Schnelle. Aber ganz auf die Schnelle, ganz ja. Auf die Schnelle. So, und welchen Mann du nimmst, das musst du sagen. Die Richtung habe ich dir angedeutet, wie ich es empfinde. Mhm. Ja? So, liebe Heike. Ja, danke schön erstmal. Alles Gute. Ich habe mal eine Frage, kriege ich ja. Auch ein Auto? Ja, dann musst du auflegen. Dann rufst du noch, rufen wir noch mal an wegen der Anschrift. Mhm. Tschüss. Dankeschön erstmal. Ja. Ne? Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf Samstag. Samstag, Promi-Tag bei Domian. Samstag habe ich Besuch von Anke Engelke. Freue mich sehr darauf. Anke ist um 11:30 hier im WDR-Fernsehen mein Gast. Wieder mit Telefon, mit euch. Und wenn ihr gerne euch beteiligen wollt an der Sendung und mit Anke Engelke auch sprechen wollt, sie fragen wollt, irgendetwas, dann meldet euch per Mail jetzt bei uns schon an unter domian@wdr.de. Es rufen immer sehr viele Leute an, ich sage das mal an dieser Stelle. Und es melden sich natürlich auch immer wahnsinnig viele Leute. Aber wir können natürlich immer nur ein paar reinstellen. Das ist nun mal leider so und ich bitte auch um Verständnis, aber versucht es einfach, wenn ihr interessiert seid. Wenn ihr mailt, schreibt kurz vielleicht eure Frage schon drauf und eure Telefonnummer und dann rufen wir euch gegebenenfalls zurück. So, Alexandra ist hier. Alexandra ist 40 Jahre alt. Hallo Alexandra. Hallo Domian. Ja, hallo. Und was geht's bei dir? Es geht um Ganzkörperschmerz. Ganzkörperschmerz? Ja. Was ist das? Das ist, der fachliche Ausdruck ist Fibromyalgie. Also eine Erkrankung? Ja. Wo man am ganzen Körper Schmerzen hat? Richtig. Auf der Haut oder eher Nein, in den Muskeln? Das sind die Muskeln und die Übergänge von den Sehnen zu den Fasern. Ja. Und, also ich sag mal so ein paar Beispiele. Auf der Stirn hast du keine Schmerzen? Nein. Aber du hast am Mund, wo die Gelenke sind, Schmerzen? Nein, am Anfang hatte ich auch im Kiefer Schmerzen und das ist aber jetzt zur Zeit wieder besser. Die Schmerzen, wo ich jetzt im Moment habe, sind in die Finger, in die Handgelenken, Knie, Fußgelenken, Zehen, Ellenbogen, Schultern. Rücken, Schultern. Mhm. Und es ist nicht das Einzige, ich habe Kalk in den Schultern, ich bin 40, ich bin in den Wechseljahren. Mhm. Ich habe Blasenschwäche, ich habe Reizdarm, ich habe einen Reizmagen. Also rundherum sehr krank? Eigentlich ja. Mhm. Diese Ganzkörperschmerzen, wie lange hast du das schon? Ich habe die jetzt seit 2001. Seit 2001. Ist das eine Erkrankung, die plötzlich auftaucht? Oder war das ein schleichender Prozess, dass du es gar nicht am Anfang richtig gemerkt hast, was da los ist? Ich hab die Schmerzen Ende Anfang November, also Oktober, November 2001 gekriegt. Hm. Nachdem mein Schwiegervater am 8. Oktober gestorben ist. Ach so. Siehst du da einen Zusammenhang? Das ist so ein psychischer, das ist der Auslöser, die Trauer war? Ja. Hm. Das ist für mich, also mir ist gesagt worden, das ist durch das Trauma ausgelöst worden. Das heißt, du hast ein enges Verhältnis zu dem Mann gehabt? Am Anfang nicht so, mhm. aber dann zum Ende hin, wie er dann im Sterbebett liegen ist, ja. Ja. Mhm. Sagst du nochmal den Fachbegriff für diese Erkrankung? Fibromyalgie. Ja, Fibromyalgie. Was macht man dagegen? Ja, man nimmt Schmerzmittel, verschiedene Arten von Rheumamitteln ein, bis man eventuell vielleicht mal das Richtige findet, das wo einigermaßen die Schmerzen beseitigt ja. oder zumindest dämpft. Ich halte nochmal fest, nicht, dass das missverstanden wird. Ich glaube, so ist es dann auch richtig, dass es vielleicht eine psychosomatisch ausgelöste Erkrankung, aber es sind real am Körper auch Schäden zu messen. Ja. Ne? Dass da was nicht in Ordnung ist, mit den, dass da Entzündungen sind, dass da Verkalkungen sind und so weiter. Ja. Mhm. Im Moment gibt es also kein wirklich wirksames Mittel, sondern das sind nur Schmerzmittel, die du da einnimmst. Nur Schmerzmittel. Also ich habe zum Beispiel jetzt Tropfen da, das ist ein reines Schmerzmittel, also gegen sehr starke Schmerzzustände.
Und wenn das nicht mehr so richtig anpackt, das muss ich jetzt alle 3 Stunden einnehmen und dazwischen dann eventuell noch das Medikament heißt Tilidin und ist gehört zu der Gruppe der Morphine. Oh ja. Gibt es eine Hoffnung, dass diese Krankheit zum Stillstand kommt oder sich gar wieder zurückentwickelt? Oder musst du jetzt damit leben? Die Hoffnung besteht darin, dass die Krankheit sich eventuell verbessert nach der Menopause. Ach so. Eventuell. Ja. Das ist aber auch nicht gesagt. Musst du auf bestimmte Dinge achten? Ernährung beispielsweise? Ja, gibt es da Zusammenhänge? Weiß man da was? Ja, man sollte vielleicht die Ernährung umstellen, also halt weniger Schweinefleisch essen, weniger Eiweiß. Aber das ist halt ziemlich schwer, ne? Wenn man gerne mal Schnitzel isst, ist das doch ziemlich schwer. Ne? Also du nimmst sehr starke Schmerzmittel, das haben wir jetzt gerade schon erfahren. Ja. Du bist am ganzen Körper betroffen von diesen Schmerzen. Am ganzen Körper. Hinzu kommen auch noch Sachen wie Blasenschwäche, was du gerade erzählt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das dein ganzes Leben, deinen ganzen Alltag extrem verändert hat. Ja, das ist wohl wahr. Ich bin auch sehr depressiv, muss ich sagen. Dadurch geworden? Ich bin im Antidepressiva ein, ich bin in psychosomatischer Behandlung. Ach so. Also beim Psychotherapeutin habe ich seit einiger Zeit eine sehr gute, die ist also wirklich, die setzt sich wirklich auseinander mit ein. Ich kann nicht arbeiten gehen, ich sitze den ganzen Tag zu Hause. Ich habe mir jetzt schon einen Hund aus dem Tierheim geholt. Was nicht schlecht ist, eine gute Therapie. Damit ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft komme. Ja, und auch der Kontakt zu so einem Tier ist, glaube ich, schon was sehr Wichtiges. Hast du Kinder? Ich habe 3. Wie alt sind die? Meine Älteste ist 20, dann 17 und 15. So, das heißt, die beiden Jüngsten sind noch zu Hause? Nein. Die sind nicht zu Hause? Nein, meine 3 Kinder sind nicht bei mir. Sondern? Die 2 Großen sind bei meiner Mutter untergebracht und meine Kleine ist bei Pflegeeltern untergebracht. Ach so, warum ist das so? Ja, jetzt muss ich ausholen. Und zwar bin ich 1990 meinem Mann auf die Schliche gekommen, dass er eine Freundin hat. Und ich war im 7. Monat schwanger. Und seine Freundin hat auch ein Kind gekriegt. Na, und dann habe ich mich scheiden lassen und und dann ist alles bergab gegangen. Das heißt, du lebst mit dem Vater der Kinder auch nicht mehr zusammen? Nein. Aber es hat dich sehr, sehr mitgenommen, dass der Schwiegervater, also der Vater des Mannes, gestorben ist. Der Schwiegervater ist gestorben. Mit dem hattest du noch nahen Kontakt? Bitte? Mit dem hattest du dann immer noch nahen Kontakt? Ja, vor allen Dingen, wie er dann im Sterbebett gelegen ist. Ich habe mich ja dann auch noch um ihn gekümmert. Also hast du mit dem Schwiegervater mehr Kontakt gehabt als mit deinem Mann? Ja. Ja, der ist an Krebs gestorben und ich bin halt dann immer ins Krankenhaus gefahren, weil mein zweiter Mann, der ist zurzeit, hat er da noch gearbeitet. Achso. Achso, es gibt dann noch einen Nachfolgermann. Genau. Aber mit dem lebst du auch nicht zusammen? Doch. Doch, mit dem lebst du zusammen? Achso. Doch, mit dem lebe ich zusammen, aber der ist zurzeit nicht da, der ist zurzeit auf Umschulung. Jetzt muss ich nochmal fragen, damit ich es dann auch ganz richtig verstehe. Der verstorbene Schwiegervater, war das der Vater deines jetzigen Partners oder von dem davor? Nein, von meinem jetzigen Partner. Von dem jetzigen, jetzt verstehe ich es. Ja. Das heißt, da ist auch eine große Belastung im Hintergrund bei dir, weil da vieles schiefgelaufen ist, auch mit den Kindern, wie du es gerade angedeutet hast. Sodass auch das dazu beiträgt, dass du eigentlich sehr, sehr traurig bist und auch sehr depressiv anfällig. Was heißt anfällig? Ich bin Du bist es, ja. Und ich hatte auch schon 2 Selbstmordversuche. Jetzt sagst du, dass du den ganzen Tag, du kannst nicht arbeiten. Was hast du gearbeitet früher? Ich war in der Küche. In der Küche? Ja, ich war in der Gastronomie tätig und zwar von 1998 bis 2001 war ich jetzt dann noch in der Gastronomie tätig und zuvor war ich eben arbeitslos. Ja. Und Aber ich habe halt in der Gastronomie da mit meinem jetzigen Mann zusammengearbeitet. Aber seitdem du jetzt diese schwere Erkrankung hast, bist du zu Hause? Bin ich zu Hause, ja. Und bist den ganzen Tag alleine, mehr oder weniger? Bin den ganzen Tag alleine, ja. Und das drückt natürlich auch aufs Gemüt, ne? Ja.
Siehst du ein Licht so in dem Tunnel, in dem du gerade gehst, durch den du gerade gehst? Gibt es eine Hoffnung? Manchmal ja und manchmal nein. Wie sieht diese Hoffnung aus? Ja, die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann mal lerne, mit den Schmerzen umzugehen. Mhm. Und dann ist es wiederum so, wenn irgendwas auf mich zukommt, sei es jetzt eine familiäre Sache oder was weiß ich, dass das jetzt zum Beispiel muss ich wieder umziehen, weil der Vermieter Eigenbedarf angekündigt hat. Mhm. Und ja, im Dezember hatte mein Vater einen Schlaganfall und lebt zurzeit im Heim, also im Altenheim. Also immer, wenn so Sachen passieren, haut einen das besonders um, wenn man schon anfällig ist. Ja. Ja, das verstehe ich. Mhm. Also seit Dezember habe ich durchgehend Schmerzen. Mhm. Liebe Alexandra, ich habe das von dieser Erkrankung, so wie du es gerade geschildert und beschrieben hast, habe ich noch nie was gehört. Mhm. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du mit diesen Schmerzen, dass es sich wieder zurückentwickelt, wie du es gerade auch angedeutet hast. Mhm. Und dass du wieder ein bisschen mehr auf die Beine kommst. Ja. Vielleicht sogar irgendwann nochmal, vielleicht stundenweise berufstätig sein könntest, was wahrscheinlich auch toll wäre, ne? Ja, vor allen Dingen, mir würden noch 3 Monate fehlen, damit ich meine Erwerbsunfähigkeitsrente kriege. So. Also Probleme über Probleme. Ja. Ich würde mal gerne an dieser Stelle abbrechen und ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Bist du einverstanden? Domian, ich hab noch eine Frage. Ja. Und zwar, falls sich mal irgendjemand bei euch meldet, auch mit diesem Krankheitsbild, ihr könnt gerne meine Adresse weitergeben, ja, damit ich mit Menschen und mit Leuten, wo dieses Krankheitsbild haben, auch in Kontakt treten okay. kann, damit ich jemanden zum Unterhalten habe oder das zum Austauschen. Das machen wir. Also Ganzkörperschmerzen. Ja. Wenn jemand darunter leidet und auch einen Kontakt möchte zu dir, dann stellen wir den gerne her. Ja. Derjenige, diejenige, die mögen sich da bitte bei uns melden, dann müssen unter Mail domain@rde oder einfach schreiben. Genau. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mich telefonisch erreichen wollt, hier live, im Radio bei 1 live und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, dann müsst ihr diese Nummer wählen oder ihr mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Janka begrüße ich herzlich und Janka ist 33. Hallo Janka. Ja, hallo. Hallo Janka. Dein Thema. Also ich habe auch ein Problem, was die Krankheit betrifft. Ich habe einen Lebensgefährten seit 3 Jahren. Mhm. Er hat 3 Kinder, ich habe 1. Mhm. Wir leben seit 2,5 Jahren zusammen und letztes Jahr hatten wir mehr Pech als alles andere. Also bei mir wurde Krebs festgestellt, also im Endstadium. Mit deinen 33 Jahren, was für ein Krebs war das? Das war Blasenkrebs. Mit 33 Jahren schon? Ja, die Ärzte sagen auch, also das ist was ganz Seltenes. Also in dem Alter hatten sie es noch gar nicht. Mhm. Ich musste auch in ein anderes Krankenhaus überwiesen werden. Mhm. Um diese OP durchzumachen. Was war das für eine OP? Die Blase musste entfernt werden. Die musste entfernt werden. So schlimm war es schon. Ja, also ich komme aus Winter, das ist bei Deggendorf. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee, kenne ich nicht. München? In München kenne ich ja. Ja, genau, in der Nähe. Ja. Und die hatten das festgestellt, dann musste ich nach Würzburg. Mhm. Und in Würzburg haben sie festgestellt, dass er auch schon mittlerweile gestreut hat. Also es war ein T4. Mhm. Und also nennt man die Graduierung des Krebses, ne? Und T4 ist, genau, ist die schlimmste Krebsform, die Blasenkrebs genau hatten, ne? Mhm, ja. Genau, und das hatten sie aber erst während der OP festgestellt und dann mussten sie mir die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernen, also komplett alles. Mhm. Das heißt, du hast jetzt einen künstlichen Ausgang? Ja, ich hatte aber Glück gehabt, dass ich meinen Blinddarm noch hatte und sie haben über den Blinddarm ein Rohr gebastelt, wo ich den Ausgang über den Bauchnabel habe. Mhm. Also sprich, ich habe als Schlauch einen Katheter im Bauchnabel und kann jetzt dadurch im Prinzip den Urin ablassen. Ja. Also da hast du eine ganze Menge mitgemacht. Ja, mir ist es eigentlich, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so bewusst. Ich verdränge es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Operation war jetzt letztes Jahr? Letztes Jahr im August. Im August. Und wie geht's dir heute? Ich
bin froh, dass es mir jetzt auch besser geht nach meiner Chemo. Ich musste auch noch eine Chemo machen, weil, wie gesagt, er hatte gestreut, extrem sehr gestreut. Sie haben soweit alles auch entfernt gehabt, aber die Chemo musste sein. Und ich war einfach nervig am Ende. Ich hatte dann auch extrem abgenommen gehabt. Und es war halt auch schlimm für meinen Sohn, weil ich habe ihn eigentlich am Anfang belogen, weil ich einfach Angst hatte, wie er mit dem Ganzen umgeht. Wie alt ist denn der Sohn? Mein Sohn ist jetzt 13 im März, also am 23. diesen Monats. Ja. Ich habe ihm das auch gesagt und mein Sohn, da hatte ich schon das Problem, er wollte zurück zu seinem Vater und hatte mir dann auch vorgeworfen, er hat Angst, mich sterben zu sehen. So, er ist damit ausgegangen und damit umgegangen, so dass ich dann eben daran sterbe. Und ich, ja, das war schon für mich ein Problem, aber mein Freund hat mich ganz einfach im Stich gelassen mit dieser ganzen Situation. Also er lässt mich, Entschuldigung. Das heißt, dein Partner, mit dem du den du erst 3 Jahre kennst, der hat dir nicht wirklich beigestanden in der schlimmen Zeit? Mhm. Und bis heute auch nicht? Mhm. Entschuldigung. Ja, nee, das verstehe ich, dass einem das wirklich nahe geht. Wohnt ihr denn noch zusammen? Ja, ich bin extra von Thüringen nach Bayern gezogen. Mhm. Und da wohnt er jetzt zusammen in einer Wohnung? Richtig, also in seinem Haus. In seinem Haus, Und kann man das so sagen, dass mit Beginn deiner Erkrankung das alles schwierig wurde zwischen euch beiden? Ja, das hat sich dann in dem Moment aus dem Nägel gelebt. Das war einfach so, wir hatten vor, mit unseren Kindern eigentlich nach Italien zu fahren, weil wir mit unseren Kindern gemeinsam Urlaub machen wollten. Zu dieser Zeit, wie gesagt, war die OP. Ich lag auf der Intensivstation. Ich habe ihn gebeten, er möchte einfach da bleiben, er möchte nicht fahren und er ist trotzdem gefahren. Und dann habe ich ihm das halt einfach vorgeworfen. Oh ja, stopp. Du liegst nach so einer extrem schweren Operation auf der Intensivstation und dein Partner fährt nach Italien in Urlaub? Mit den Kindern, ja. Und das, also mit seinen Kindern? War dein Sohn auch dabei? Doch, mein Sohn war auch dabei. Ja, aber ist ja egal, das macht man nicht. Man fährt da es nicht in Urlaub. Es ging einfach um das Prinzip, ich hätte ihn halt gebraucht, wenn er da gewesen wäre. Natürlich, das ist eine Frage. Ich war einfach nur enttäuscht, ich war wütend. Wie lange war er dann in Urlaub? Eine Woche. Und das war... Und das war deine schlimmste Woche? Ich war 2 Wochen auf dem Intensiv. Mhm. Und... Hat er von da aus mal... Ich bin ganz entsetzt, wie man sowas tun kann. Hat er sich von da aus mal telefonisch gemeldet? Er hatte sich telefonisch gemeldet, aber ich war einfach nicht ansprechbar, weil ich dann auch nochmal einen Zusammenbruch hatte. Also sprich... ich konnte nicht telefonieren, weil es mir einfach nicht gut ging. Also mein Kreislauf ist zusammengesackt und die künstliche Ernährung, die ich da bekommen habe, die 14 Tage, die hat eben mein Körper nicht ganz vertragen. Janka, das finde ich schon unglaublich schlimm, was du mir gerade erzählst. Dass der Typ in Urlaub fährt, während du fast im Sterben liegst. Ja, er nimmt es halt als Lappalie und er sagt... Nee, das ist kein Lappalie. Das ist mies, ist das. Das ist absolut mies. Ja, er wirft mir das halt jetzt eben vor, dass ich... eben ihn so halt, wie soll ich sagen, weil ich einfach wütend war. Ich war enttäuscht. Ich habe gesagt, ich habe einen Partner. Ja. Und ich dachte, ein Partner hält von mir. Und, und du wärst ja bei ihm auch geblieben, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Hatte ja kurz vorher, hatte er einen Hautkrebs, wurde bei ihm festgestellt, an der Schulter. Da hatte er eine Hautverpflanzung gehabt vom Oberschenkel an die Schulter. Und ich bin auch da geblieben und ich bin auch jeden Tag reingefahren. Also so, jetzt dieser Vorfall war letztes Jahr im August. Dann bist du, nachdem du wieder ein bisschen auf die Beine kamst, bist du wieder zurück in euer Haus, in euer gemeinsames Haus gegangen. Ich war 7 Wochen also in Würzburg und danach bin ich wieder nach Hause. So, und du wohnst seitdem wohnst du jetzt wieder bei ihm? Richtig. Und also wie ist die Stimmung zwischen euch beiden? Ja, sie ist... Wie soll ich sagen, sie ist einfach trübe, sie ist nicht mehr das, was es halt am Anfang war. Sie ist, es gibt Verpflichtungsküsschen, wenn er früh auf Arbeit geht. Ich darf momentan nicht arbeiten, also ich kriege Rente momentan, wegen eben dieser Situation. Ich kriege meine Pflichtküsschen, das war's. Wenn er dann abends heimkommt, dann, ja, vielleicht 2 Stunden, aber wir haben uns halt nicht mehr viel zu sagen. Das ist keine Einheit. Das heißt, so viel für mich, solange die Janka funktioniert hat und fit und in Ordnung war, wollte er dich. Und jetzt, nachdem du krank bist, ist die Luft für ihn raus. Interessiert sich er letztendlich sich nicht mehr für dich. Richtig. Und ich habe
das ist einfach eine Enttäuschung. Ich habe ihn wirklich, und ich habe auch die Kinder ins Herz geschlossen und ich habe wirklich gedacht, mit ihm. Hast du mit ihm da mal darüber gesprochen, was das ist, warum das so ist? Ja, schon, aber er sagt dann immer wieder, wenn es nicht nach meinem Kopf geht, dann. Also er blockt ab. Er blockt ab und sagt dir nicht die Wahrheit. Richtig. Weißt du, Janka, dieser Vorfall in der Klinik, den finde ich so gravierend, dass man sich eigentlich nach einem solchen Vorfall von jemandem trennen muss. Weil wenn man in so einer schweren Stunde alleine gelassen wird, dann ist der Mensch auch nichts wert. Ja, meine Schwester sagt das ja auch, aber ich kann es einfach nicht. Ich habe Angst vor dem Alleinsein. Mhm. Ich habe Angst, alleine mit dieser Situation klarzukommen. Aber vielleicht solltest du dich allmählich doch zumindest gedanklich damit beschäftigen, zu gehen. Weil ich nämlich glaube, dass auf die Dauer du besser und zufriedener wirst leben können, wenn auch der erste Schmerz sehr groß sein wird, als wiederum auf Dauer in so einer auch demütigen Situation zu leben mit dem Mann und ständig das Gefühl zu haben, der liebt mich ja gar nicht mehr, der nimmt mich irgendwie so hin, aber... Ja, das stimmt schon, also das sagte meine Schwester auch schon, aber ich hab irgendwo Gefühle für ihn und ich wollte ihn einfach nicht verlieren und... Ich hatte immer Hoffnung, es wird anders, aber er fragt auch nicht nach meinen Befunden, wenn ich jetzt beim CT war oder so, oder meine Blutbefunde, jetzt waren die auch wieder schlecht. Und fragt er nicht nach? Das macht meine Schwester, das macht meine Pflegemutter, aber... Was ist denn das für ein Kerl, sage ich jetzt mal so? Also selbst wenn die Liebe nicht mehr da wäre, das aus freundschaftlicher Verbindung und Anstand macht man das doch schon. Habe ich auch gedacht, aber es ist einfach nicht und ich kann einfach nicht mehr. Ich bin einfach mit meinen Nerven am Ende, aber auf der anderen Seite denke ich immer, er ändert sich noch und ich glaube nicht, pass auf, das sage ich erstmal ganz. Ich bin doch deswegen kein anderer Mensch und ich bin doch deswegen nicht anders. Ich habe mich doch wieder regeneriert und ich bin doch wieder auf dem Posten. Und also Zärtlichkeiten gibt es auch nicht mehr zwischen euch? Gar nichts. Sexualität findet auch keine statt. Na, also gut, das kommt da von mir aus momentan, weil bei mir ein Stück von der Scheidenwand entfernt worden ist und ich habe einfach Angst vor dem ersten Mal Sex wieder quasi. Aber er bemüht sich auch gar nicht. Das ist irgendwie gar nichts. Janka, wie du mir das jetzt schilderst, sage ich dir mal so ganz frank und frei, aufgrund, auch wenn wir uns nur 10 Minuten bisher unterhalten haben, der ändert sich nicht mehr. Wenn der sich so mies dir gegenüber verhalten hat und verhält, ändert der sich nicht mehr. Nimm deine ganze Kraft zusammen, die du hast, und versuche von dem Mann wegzukommen. Ich habe keine mehr. Ich bin echt mit meinen Nerven am Ende. Ich bin froh, wenn ich immer noch für meine Kinder bin und selbst da habe ich schon teilweise keine Nerven mehr. Es ist gar nicht so einfach. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du dir seelische Hilfe holst? Kontinuierliche Hilfe in Form eines Therapeuten, einer Therapie? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, also ja. Das fände ich gut. Ja, das ist der Erste, mit dem ich darüber gesprochen habe und mit Ihnen jetzt. Also ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Mhm. Ich habe eigentlich immer mich reingefressen. Und das ist genau falsch. Weil ich mich auch ein bisschen dafür geschämt habe. Nee, da muss man sich nicht schämen. Der muss sich schämen. Ich finde wichtig, dass du redest. Und deswegen finde ich auch gut, dass du angerufen hast. Und umso wichtiger fände ich, dass du ständig jemanden hättest, wo du sprechen kannst und wo du deine Situation auch beraten kannst. Wenn du ich kenne ja niemanden und ich habe ja auch niemanden zum Reden. Also aber ich das ist eigentlich im Prinzip nur zu Hause. Ich gehe zu meinem Arzt, also zu meinen Untersuchungen, die ich mache. Aber wo ein Arzt ist, ist auch ein Psychologe in der Nähe. Ich weiß es nicht, ob das gut ist. Also ich habe ihn abgeblockt momentan, weil ich denke ganz einfach... Bei Ihnen ist das jetzt leicht, also Sie sitzen jetzt mir nicht gegenüber, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber... Du kannst mich ruhig duzen, ich sage ja auch gut zu dir. Nee, das verstehe ich schon, dass man hier weniger... Du sitzt mir jetzt im Prinzip nur vom Fernseher. Ja, ich weiß. Meistens ist es einfacher für mich, aber ich weiß nicht, wie ich... So, aber das ist ein Anfang. Janka, das ist ein Anfang. Du hast diesen ersten Schritt schon gemacht und hast bisher noch mit niemandem außer mit deiner Schwester darüber gesprochen. So, nehmen wir das doch erstmal als Erfolg. Du hast dich getraut, hier anzurufen. Ja, mit einem Bild. Ja, ich war ja umso toller. Umso ein größeres Kompliment mache ich dir. Du hast hier gesprochen, du hast bei mir gesprochen. Du hast sogar vor ganz vielen Leuten gesprochen und hast dein Herz ausgeschüttet. So, und ich sage jetzt zu dir, ich wünsche mir sehr, dass das der erste Schritt war, den du unternommen hast. Und dass es jetzt weitergeht, indem du dir einen Therapeuten, einen Psychologen suchst, zu dem du richtigen Kontakt aufbauen kannst. Aha. Und ich möchte, dass du jetzt gleich mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst. Und wir werden dir behilflich dabei sein, wer in deiner Umgebung Ansprechpartner ist oder wie du das anstellst. Aber du musst jetzt weiter was unternehmen. Okay. Du musst was machen. Ich werde mich bemühen, aber wie gesagt. Guck mal, du bist hier so tapfer gewesen und hast diese schwere Operation geschafft.
Und hast so ein hartes Jahr hinter dir. Ich erahne, was du schon hast einstecken müssen. Jetzt schaffst du diesen Schritt, schaffst du jetzt auch noch. Oh, ich will es hoffen. Mach es für dich und mach es für dein Kind. Für mich ist einfach nur wichtig, dass er nicht wieder ausbricht und dass ich vielleicht irgendwann wieder arbeiten kann. Das wäre für mich einfach der größte Wunsch eigentlich. Ja. So, jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und wirklich alles Gute. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass du mir so zugehört hast. Danke, alles Gute. Gut. Tschüss. Mhm, danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt frage ich mal einfach meine Regie, mit wem es weitergeht. Meine Regie sagt mit Caroline und dann will ich das auch hier machen. Caroline, 19 Jahre. Hallo, Caroline. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Caroline? Oh, ich bin ganz aufgeregt. Das ist normal. Erzähl einfach mal. Also mir ist es ehrlich gesagt ganz schön unangenehm, darüber zu reden, weil ich das noch niemandem so gesagt habe. Mhm. Und zwar ist, ich lutsche noch am Daumen. Du lutschst noch am Daumen? Mhm. Wann? In welchen Situationen? Also eigentlich immer, wenn ich alleine bin. Ja. Das heißt, das geht über Nacht, wenn ich halt einschlafe. Ja. Beruhigt halt zum Einschlafen oder wenn ich vor dem PC sitze, wenn ich halt alleine bin, Musik höre, wenn ich überall, Hauptsache ich bin halt allein und dann... Und Hauptsache beobachtet dich keiner dabei. Ja, genau. Mhm. Mhm. Weil man sich dann, in dem Alter schämt man sich ja doch noch, ne? Oder, was heißt noch? Man schämt sich erheblich, ne? Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte ich ja, glaube ich, schon mal mit jemandem drüber gesprochen, aber... Wer weiß davon? Keiner? Niemand. Niemand? Auch deine Eltern nicht? Nein. Um Gottes Willen. Haben die dich noch nie erwischt dabei? Nee, na, früher war es halt so, als ich bis 8 Jahre haben die das, glaube ich, noch gewusst. Mhm. Und dann haben sie mir immer auf die Finger gehauen, dass ich das nicht mehr machen soll und so. Und dann habe ich halt heimlich das vor denen gemacht. Und also ist es der rechte Daumen oder der linke Daumen? Na, ist immer abwechselnd. Ach, abwechselnd. Sieht man das? Ist das irgendwie ein bisschen, sind die ein bisschen wund gelutscht, die Daumen? Ja, deswegen ist es ja abwechselnd. Achso, dann machst du das. Weil wenn ein Daumen halt mal verletzt ist oder so, ist es schon wieder schlecht, weil ich in einem anderen Daumen nicht ständig dran nuckeln kann, weil er dann ganz rund ist. Also wenn ich mir jetzt deine Daumen angucken würde, würde ich es gar nicht sehen. Nee. Sehen du das, sei denn, ich war halt gerade ziemlich lang allein. Ist es wirklich immer so, dass du jede freie Minute, die du hast, in der du alleine bist, am Daumen lutschst? Ja, wenn ich nicht reden muss oder irgendwie so. Warum machst du das? Warum machst du das? Ich weiß nicht. Es was für ein Gefühl gibt dir das, am Daumen zu nuckeln? Vielleicht ist es auch, weil ich was im Mund brauche oder so. Ja. Ist es so ein Geborgenheitsgefühl, so eine Gemütlichkeit auch? Ja, das auch, ja. Mhm. Also ich kann es mir selber ehrlich gesagt nicht genau erklären, warum andere damit aufhören können halt, im normalen Alter, und warum ich damit nicht aufhören konnte. Also ich weiß es absolut nicht. Ist es so, dass du, wenn du mit Leuten zusammen bist, schon richtig dich drauf freust, dass du dann alleine bist und den Daumen lutschen kannst? Oder ist das dann kein Gedanke, wenn du mit anderen zusammen bist? Ja, wenn ich mit Leuten zusammen bin, ist es eher so, dass ich nicht dran denke. Mhm. Also dann fällt es mir auch leichter. Also wenn ich jetzt bei meinem Freund, wo ich einen hatte, mal übernachte oder so, dann ist es den ganzen Tag über ziemlich einfach. Aber wenn man vor dem Fernseher halt liegt und so, und dann denke ich mir schon mal, ach naja, schade, dass der jetzt dabei ist und so. Sonst könntest du das machen. Und das heißt also, ein Freund, eine Beziehung, Beziehungen, die du hattest, die haben das auch überhaupt nicht mitbekommen. Nee. Machst du das denn nicht schon so aus Reflex beim Einschlafen dann, dass du da... das ist ja am allerschlimmsten. Ja, Da muss ich ja höllisch aufpassen, dass ich das nicht aus Versehen mache, wenn ich bei jemandem übernachte oder so. Wobei wahrscheinlich die Jungs gedacht hätten, auch wie süß, guck mal, wie sie da liegt. Und sie lutscht am Baum. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jemand so denkt. Also, beim besten Willen nicht. Also ich finde, ich muss jetzt gleich mal von Anfang an sagen, ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch. Ich finde es eher lustig und es ist wie eine kleine Marotte. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das so findest, aber... Es schadet niemandem und aber stell dir mal vor, du würdest das mal machen, würdest du das offen und ehrlich zugeben bei jemandem? Das ist einem ja doch schon ganz peinlich. Ja, das verstehe ich, das ist auch peinlich. Und die meisten Leute würden auch, machen sich lustig drüber oder würden das vielleicht auch nicht verstehen. Wenn du einen langen Fernsehabend hast und zu Hause bist, ist der ganze Fernsehabend mit Daumen im Mund. Ja, solange es keine Schokolade gibt oder so. Also Schokolade oder Daumen? Also ist die Schokolade noch wichtiger als der Daumen, eventuell? Ach, naja. Oder beides dann? Beides eher dann. Nuckelst du richtig an den Daumen? Saugst du daran oder ist der einfach nur im Mund?
ich saug schon dran. Du saugst dran. Also ja. Spielst mit der Zunge an dem Daumen und so. Nee, ich hab den einfach im Mund und sauge daran und dann... Ja. Und gibt dir ein wohliges Gefühl, wie gesagt. Ja. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich damit aufhören soll, wie ich das machen soll, weil eigentlich würde ich, eigentlich ist es ja eine blöde Marotte, die ich mir gerne abeignen würde. Hast du es denn schon mal, wenn du es dir abgewöhnen willst, wie viele Versuche hast du schon unternommen? Naja, Versuche. Oder wirklich, hast du es überhaupt schon mal wirklich ernsthaft versucht? Nee. Das kann ich auch verstehen, wenn man so denkt, warum auch, ne? Naja, meine Zähne, früher war es ja wegen meinen Zähnen, weil die ja ziemlich schief gerichtet sind. Genau, das ist ein Argument und eine Frage. Also es gibt keine Gesundheitsschäden am Daumen, aber gibt es Gesundheitsschäden im Mund, an den Zähnen? Ja, das schon. Meine Futter, also früher hatte ich auch so einen richtigen Hasenzahn, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Das konnte ich mit der Spange ganz gut hinkriegen und da war es dann auch das Problem, dass ein Zahnarzt nicht so sagen. Da hatte ich schon gewundert, warum ich eine Spange trage und mein Zahn halt trotzdem noch so bleibt. Und wie sehen die Zähne jetzt aus vorne? Ja, jetzt geht's. Geht's. Es geht. Also ich denke nicht, dass sich da noch weiter was dran verändert, aber es ist Werden die Zähne, also du meinst nicht, dass die Zähne jetzt weiter geschädigt werden dadurch? Ja, ich denke, dass das irgendwann mal aufhört, oder? Das Daumenlutschen oder was? Nee, das ist meine Zähne. Das sind die Zähne, achso. Ich hab keine Ahnung, weiß nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Zähne geschädigt werden, wenn man einen Daumen in den Mund nimmt. Aber, naja, ja, weil man mit dem Daumen nach vorne richtet. Also man richtet den ja permanent gegen die Zähne. Ja, ja, achso, du drückst so gegen die Zähne. Achso. Ja, genau, ich stelle es mir gerade so vor. Wenn man daran saugt und dann gegen die Zähne es richtet, dann ist klar. Das auf Dauer wie so eine Spange von hinten halt. So, jetzt ist die Grundfrage, willst du es verändern? Ja. Du willst es verändern? Unbedingt. Das ist sehr anstrengend, das zu verstecken. Ja, ja. Auch wenn ich halt jetzt wieder einen Freund hätte oder so, dann nicht mit dem Einschlafen, na toll. Genau. Ich will dann Daumen lutschen und der will... Da darfst du nicht vorher einschlafen, ne? Vor ja, ihm. Ja, das versuche ich ja schon, aber... Das, oder ich bin ja schon froh, dass ich nicht frühst damit aufwache. Das wäre ja ganz fatal, wenn ich auch so den Nacht zum Schlaf machen würde. Das wollte ich ja fragen. Während der Nacht fällt der Daumen dann raus aus dem Mund. Ja, früh war es dann so, aber es geht dann. Also wie man das wegkriegt, bin ich komplett überfragt, muss gleich mal mein Psychologe ran, ob es da irgendwelche Tricks gibt. Hast du im Internet mal ein bisschen rumgeforscht? www.daumenlutschen.de oder sowas? Nee, habe ich noch nicht probiert. Ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt welche gibt, die das noch in dem Alter machen. Bestimmt. Ich habe ja gelernt, dass es alles gibt. Es gibt bestimmt Leute, auch Erwachsene. Ich meine auch sogar hier schon mal mit jemandem gesprochen zu haben, der auch, ich glaube nicht so massiv wie du, aber doch auch sehr gerne und immer am Daumen lutscht. Also, wir suchen jetzt Hilfeleistungen für jemanden, der als Erwachsener noch Daumen lutscht, aber gerne davon wegkommen will. Wie kommt man davon weg? Wenn ihr kluge Ratschläge habt, bitte mailt uns unter domian@wdr.de. Und ich verbinde dich jetzt gleich mit zu meinem Psychologen. Ob der irgendwelche, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Psycho-Kurzprogramms oder so, wie man das wegtrainieren kann. Ja, ich denke aber halt nicht, dass man das wegkriegt, indem man irgendwas auf den Daumen macht und das nicht mal schmecken tut. Genau, das ist eine gute Idee. Weil davon habe ich halt schon gehört. Du solltest dir scharfen Senf auf den Daumen schmieren, dann lutscht du nicht mehr. Nee, das finde ich ja total ätzend. Nein, so meine ich. Wenn ich mich in den Daumen mal geschnitten habe oder so, dann habe ich ja auch Pflaster und das ist mir auch schon mit beiden Daumen passiert. Ja. Das ist ja furchtbar. Furchtbar grauenvoll. Ja, solche Tricks meinte ich auch nicht. Ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwelche Psychotricks geben, wie man da rauskommt. Na gut. Wobei ich es ja ganz, ganz putzig finde, muss ich sagen. Aber wenn du es weg haben willst, dann muss es halt weg. Also, wir rufen dich jetzt nochmal an, in der Hoffnung, dass wir dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Aber in der Regel ist diese Sendung immer ein großer Fundus für Wissen. Wenn ich hier irgendwas frage, kriege ich immer Antworten von euch. Also bitte mailen an domian@wdr.de. Stichwort Daumenlutschen und die interessanten Sachen reichen wir an dich weiter, Caroline. Einverstanden? Ja, das wäre ganz nett. So machen wir es. Du legst auf und wir rufen aber jetzt auch nochmal an. Okay, tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Samstag ist mein Gast Anke Engelke. Samstag WDR-Fernsehen um 11:30. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, auch anrufen wollt und mit der Anke das eine oder das andere besprechen möchtet, dann meldet euch auch unter domian@wdr.de an. Plus Telefonnummer, eure Telefonnummer nicht vergessen und dann rufen wir euch vielleicht zurück. Aber ihr müsst auf jeden Fall erstmal mailen. Monika, 49 Jahre alt. Hallo Monika. Hallo, Daniel. Hallo Monika. Warum rufst du an? Mein Sohn hat sich am 25.01. vom 6. Stock aus runtergestürzt, er wollte sterben.
Ich kann damit nicht umgehen, ich bin fix und fertig nach wie vor. Er liegt, auf gut Deutsch gesagt, jetzt wieder im Koma. Zwischendrin war er mal ein, zwei Tage mehr oder weniger wach. Hat etliche Notoperationen hinter sich. Und ich weiß nicht immer, warum er es gemacht hat. Ich weiß, dass er Probleme mit einer Ex-Freundin hat. Ich weiß, dass er finanziell enorme Probleme hat. Ich weiß, dass er die Lehre abgebrochen hat. Aber ich habe einen Abschiedsbrief und es steht nicht drin, warum er sich runtergesetzt hat. Aber er hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Bitte? Ja, er hat einen Brief geschrieben. Ja, ja. Und was steht er in? Er hat unter Alk, hatte 2,3 Promille gehabt und hat auch Haschisch geraucht und sonst hätte er es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also Was steht denn in dem Brief drin? Einfach nur, dass er nicht mehr leben möchte und dass man halt auf Deutsch gesagt die Todesanzeige hier, seine sogenannte zweite Familie, also seine Freunde, steht auch komplett drin, welche Namen dabei sind und die Leute kenne ich auch alle, dass die auf Deutsch gesagt in der Todesanzeige mit erscheinen sollen. Also er wollte wirklich sich umbringen. Und die Polizei, Kripo war ja da und die haben das ja alles nachvollzogen. Er hatte seine Wohnung verbarrikadiert. Und er hat du sagst, wohl sich hingestellt gehabt. Also es war auch keine Fremdeinwirkung dabei. Und du sagst, er hat sich vom sechsten Stock gehört? Ja. Und er hätte nicht so viel Schnee gelegen, wäre wahrscheinlich mausetot. Achso, der Schnee hat ihn aufgefangen und ein bisschen abgefedert. Und er liegt seitdem. Es war dummer Zufall, dass auf gut Deutsch gesagt eine Nachbarin von ihm hat gesehen, dass, ich sag's mal so, irgendwas runtergefallen ist. Die wusste nicht, was oder wie. Und hat die Polizei dann angerufen und die Polizei hat ihn dann gefunden, ob noch was kommt. Schwerste Beckenbrüche und. Ob noch was nachkommt. Also er ist schwerst verletzt. Und das Ganze ist, du sagst, am 25. Januar passiert. Und liegt seitdem im Koma. Mehr oder weniger schon, ja. Ja. Aber zwischendrin immer ein, zwei Tage haben sie ihn halt auf Deutsch gesagt, mehr oder weniger aufwachen lassen, weil so lange können sie nicht im Koma halten. Haben mir auch die Ärzte gesagt, weil das auf Deutsch gesagt kein Körper verkraftet. Hast du denn, als er aus dem Koma zurückgeholt wurde, hast du da mit ihm irgendwie reden können? Hat er dich erkannt? Warst du da? Er hat mich erkannt, ja. Hat er auch aber was? Er ist eben auch ziemlich alkoholkrank und der Kreislauf ist stabil. Zwischendrin ging der Darm nicht, ging die Nieren nicht mehr. Gott sei Dank geht das inzwischen wieder. Der Kreislauf ist ziemlich stabil. Aber er hat im Kopf, sag ich mal, noch etliche Blutergüsse drin. Da wissen sie noch nicht, was dabei rauskommt. Wie alt ist dein Sohn eigentlich? 24. Und Sie haben operiert? Er ist gerade 24 geworden. Und Sie haben operiert, sagst du? Ja, Becken haben sie ein paar Platten reingelegt, weil das Becken total zertrümmert war. Und er kann selbstständig nicht mehr atmen. Oder momentan nicht atmen. Er hängt an so einer Maschine, eine Beatmungsmaschine? Ja. Haben die Ärzte dir das ordentlich erklärt, ob es eine Chance gibt, dass er, wenn es auch sehr lange dauert, vielleicht wieder richtig gesund werden kann? Das können sie nicht sagen. Das kann auch Wochen dauern. Das kann noch keiner sagen. Weiß man, ob das Gehirn Schaden genommen hat? Nee, das weiß noch keiner. Das weiß echt noch keiner. Also es ist alles in der Schwebe, ne? Ja, und es macht mich fix und fertig. Ist er denn außer Lebensgefahr wenigstens? Kann man das sagen? Nein, kann man nicht sagen. Kann man auch nicht sagen. Nein. Kann auf Deutsch gesagt, haben sie mir auch klipp und klar gesagt, kann auf gut Deutsch gesagt jederzeit sterben. Das weiß noch kein Mensch. Und du weißt letztendlich nicht, warum? Nein. In den Abschiedsbrief steht nicht drin, warum. Wie war dein? Ich habe nur einen anderen Brief dann auch gefunden, beziehungsweise ich war gar nicht in der Wohnung. Mein Freund war in der Wohnung. Ich habe es nicht fertig gebracht, überhaupt reinzugehen. Wie ist denn ich glaube, sonst hätte ich mich auch vom Balkon noch gestürzt. Ja. Wie war dein Verhältnis oder ist dein Verhältnis zu deinem Sohn? Eigentlich gut. Er war noch am gleichen Tag, wo er da war, wo er sich runtergesetzt hat, war er noch hier. Er war zweimal am Tag hier. Monika, ich gucke gerade auf die Uhr und du hörst im Hintergrund die Musik. Das heißt, die Sendung ist jetzt leider vorbei. Ja. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Dafür musst du bitte auflegen. Das dauert noch ein paar Minuten, dann rufen wir dich gleich nochmal zurück, okay? Okay, alles klar. Dann sage ich bis gleich. Okay. Okay, tschüss. Tschüss.
In der Technik heute Nacht Gudrun Hausen. Morgen gibt es wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und Samstag ist mein prominenter Gast Anke Engelke. Bis dahin, tschüss.